zeigen wir euch einmal, mit welcher großen Teamarbeit unser Podcast so entsteht. Kommt mal mit. Hier sitzt unser Yannick. Yannick ist für alles zuständig, was ihr hören könnt. Ja, da wir uns natürlich um den guten Klang kümmern hier bei Schmitz Hi-Fi Video, möchten wir auch, dass der Podcast möglichst gut klingt. Dafür benutzen wir hochwertige Wandler von Universal Audio und nutzen auch Großmembran-Kondensatormikrofone, die möglichst gut sind für eine Stimmaufnahme, damit dem guten Klang nichts im Weg stehen kann. Und jetzt schauen wir mal, was unser Kolja mit dem Bild und der Beleuchtung so alles anstellt. Kolja, erklär mir und den Leuten da draußen doch mal, was hier alles von dir rumsteht. Ja, ihr habt es schon mitbekommen, wir laden ja auch mittlerweile die Podcasts auf YouTube hoch. Und wir haben jetzt endlich die Möglichkeit, hier einen eigenen Studioraum quasi aufgemacht zu haben. Und wir filmen mittlerweile mit bis zu 3 verschiedenen Kameras, je nachdem, wie viele Gäste wir auch haben, aus verschiedenen Winkeln, mit ganz vielen verschiedenen Objektiven und haben auch unter anderem einen Slider, den wir hier aufgebaut haben, den wir in verschiedenen Richtungen auch konfigurieren können, von den Fahrten her. Und damit alles professionell ausgeleuchtet ist, haben wir auch einen riesen Fuhrpark an verschiedenen Lichtern für euch. Wir haben unter anderem ein Überkopflicht, wir haben verschiedene Streiflichter, genauso wie große und kleine Spots. Und jetzt nehme ich euch mit zu meinem Gesprächspartner, dem Christian. Erzähl den Leuten da draußen doch mal, wofür wir beide zuständig sind. Ja, das ist relativ einfach gesagt. Wenn man so gute Jungs im Hintergrund hat, die sich um die Technik kümmern, dann liegt der Fokus nur noch ein bisschen auf dieses Mikrofon, plaudern etc. Nein, also was wir natürlich im Hintergrund machen, ist einfach die Industrie anschreiben, die Gäste raussuchen, sich mit denen in Kontakt zu setzen und versuchen, die auch hier hinzubekommen. Das gelingt uns eigentlich ganz gut, weil wir hatten schon ein paar interessante Größen hier, Firmeninhaber wie zum Beispiel Familie Amf von T&A. Wir hatten Dr. Roland Gauder von Gauder Akustik hier sitzen. Wir haben Tech Talks gemacht mit Jürgen Reis von MBL. Wir waren bei Paula Akustik, kennt man unter Stockfish Records. Und das sind eigentlich so unsere Hauptaufgaben. Aber Peter, warum flüsterst du eigentlich die ganze Zeit? Leute, sag mal, habt ihr es bald? Können wir endlich anfangen? Oh. Hallo, guten Morgen, lieber Peter. Guten Morgen, Christian. Mensch, eine neue Folge unseres Podcasts, aber nicht irgendeine. Nein! Es ist die 100. Folge. Die 100. Folge. Der Wahnsinn, oder? In dieser Folge wollten wir euch einfach mal ein bisschen mitnehmen, behind the scenes. Ja, für alle, die es jetzt gerade nicht bei YouTube oder Spotify Video sehen, genau. Euch sei gesagt, schaut es euch dieses Mal vielleicht per Video an, denn wir nehmen euch mit auf die Reise, wie entsteht der Podcast, wer hat welche Aufgaben und wir wollten euch einfach mal zeigen, wie viel Arbeit und Leidenschaft hinter dem ganzen Projekt steht. Weil das Ganze ist nicht vorbei, wenn wir vielleicht das Zwiegespräch gemacht haben oder die Gäste hier zur Tür rausgegangen sind, sondern dann fängt die Arbeit eigentlich an und es beginnt mit Yannick. Wenn der Podcast dann fertig ist, geht es auch schon in die Post-Production. Heißt, ich kümmere mich dann darum, dass das Audiomaterial noch bearbeitet wird, damit das bei euch zu Hause auch möglichst gut klingt. Wir haben da eine Palette an Bearbeitungsmöglichkeiten und einer der wichtigsten ist erstmal der Equalizer. Heißt, wir passen den Frequenzgang der aufgenommenen Mikrofonsignale ein bisschen an. Und auch mit einem dynamischen Tool, das ist dann der Kompressor, können wir sogenannte Peaks ein bisschen bedämpfen, um alles auf eine Grundlautstärke zu bringen. Ganz wichtig ist das, wenn der Peter immer so schelmisch lacht, dann haben wir nämlich ganz, ganz große Spitzen und die sollten bei euch nicht zu laut wiedergegeben werden. Genau, was dann noch hinzukommt, ist, dass wir natürlich unser Intro haben. Und das setze ich dann nach vorne und ans Ende von dem Podcast. Und auch wenn zum Beispiel ein Songbeispiel kommt, wie jetzt beim letzten Podcast, den wir bei Stockfish aufgenommen hatten, dass wir dann Zwischensequenzen haben, die muss ich dann natürlich reinschneiden. Genau, und das ist meine Aufgabe. Und wenn die Tondatei dann fertig ist, schickt Yannick sie weiter zu unserem Kolja.
So, und jetzt sind wir im Bildschnitt angekommen. Wir haben ja verschiedene Kameras mit verschiedenen Perspektiven. Und das Ganze muss ja sinnvoll miteinander synchronisiert werden, genauso wie die Tondatei, damit die Lippensynchronität gewährleistet ist. Und wenn ich damit fertig bin, dann geht es im letzten Schritt dann an das Color Grading, sprich die Farben werden angepasst, verschiedene Tonwertkorrekturen werden vorgenommen und alles, was dazugehört, damit es für euch zu Hause gut aussieht. Und wenn unser lieber Kolja fertig ist mit der Videodatei, dann kommt die Datei wieder zurück zu uns. Genau, kommt die zu uns und dann wird das Ganze beschriftet. Das heißt, wir erstellen die Shownotes, worum es in dem Podcast geht, wie die Gäste heißen. Das Ganze wird dann natürlich mit unseren 2 Songs oder 3 Songs, 4 Songs, je nachdem, wie viele Gäste da sind, dann bestückt. Das Ganze geht dann in die Playlisten. Die findet ihr bei Tidal, bei Kubus. Ja. Und die heißen wie? Aus Liebe zur Musik, der HiFi-Podcast-Playlist. Genau, also einfach zu finden. Ja, und dann wird das Ganze hochgeladen. Ne? Also wir haben verschiedene Formate, in die wir das einspeisen. Genau, ihr findet uns dann bei YouTube, bei Spotify, auch als Video mittlerweile und genau. Eben auf allen möglichen Podcast-Diensten, also Portalen wie Apple, Google, Amazon und so weiter. Genau. Ja, und dann bleibt eigentlich am Schluss immer nur noch das Letzte, neben euch Tschüss zu sagen und zu wünschen, dass ihr demnächst wieder einschaltet, nämlich den Song am Ende. Und ja. Der ist dieses Mal das Outro. Macht's gut. Ciao.